Hey Leute, ich bin's wieder, euer IC und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Angel News. Leute, frohes neues Jahr. Wir haben es geschafft, 2022 ist vorbei und ein weiteres geiles Angeljahr steht vor unserer Tür. 2023 hat hoffentlich viele schöne Sachen für uns parat. Wir wissen natürlich auch, es wird viel Scheiße passieren und ist wahrscheinlich auch. Wir werden uns nochmal mit dem ersten beschissenen Thema dieses Jahres in einem Einzelvideo befassen. Da wird dann noch was auf uns zukommen und dazu dann aber nächste Woche mehr. Aber ich hoffe einfach, dass viele, viele gute Sachen auch auf uns zukommen werden. Viele geile Fische, viele Erlebnisse am Wasser, viele neue Freundschaften, viele alte Freundschaften, die fester zusammengeschweißt werden und. Einfach das, was Angeln ausmacht. Freude, Gemeinschaft, Zusammenhalt und alles, was dazu gehört. Ihr wisst schon. Naturschutz und sowas. Ach, ich könnte tausend Sachen aufzählen. Wisst ihr selbst. Ich war schon zweimal am Wasser. Gibt es auch für beide Male ein Video. Selbst wenn ich einmal geschneidert habe, ne, trotzdem mache ich jetzt ein Video. Immer, ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr, immer wenn ich am Wasser war, weil ihr habt es euch gewünscht, mehr Angelvideos, immer wenn ich am Wasser war, werde ich jetzt ein Video machen. Ob ich schneidere oder nicht. Ich werde immer ein Video droppen. Macht das Ganze vielleicht auch ein bisschen spannend und gleichzeitig natürlich auch realistisch. Ne? Klar wird dann nicht jeder mehr meine Angelvideos gucken, weil dann irgendwann noch gesagt, ah, ja, fängt ja vielleicht nichts, aber das ist mir egal. Das ist mir egal, Leute. Darauf kommt es gar nicht an. Leute, noch ein weiteres Highlight. Diese Angel-News haben wir einen Zweiteiler. So viel Angel-News hat sich in der letzten Woche angestaut. Ich habe insgesamt 11 Themen und die verpacke ich in 2 Videos. Ich mache eins für Samstag fertig. Das ist die Angel-News, die ihr jetzt guckt. Und ich mache eine Angel-News für Montag fertig. Das ist dann die Angel-News, die ihr am Montag schauen könnt. Somit habt ihr vielleicht auch einen guten Ersatz anstatt eines YPC-Talks. Aber es sind wirklich 11 Themen und die ganzen eine Angel-News reinzupacken, ist dann doch schon ein bisschen heftig. Deswegen heute eine Angel News, diesen Samstag, und am Montag gibt es dann die nächste. Und für beide zählt, ich mache für beide ein extra Giveaway. Also, wir haben diese Angel News, richtig krassen Banger. Wer mein Unboxing gesehen hat zum Kauli, der weiß schon, was kommt, aber niemand weiß, in welcher Höhe. Vielleicht schreibe ich es in den Titel, vielleicht auch nicht. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall Banger Giveaway. Also bleibt dran, falls ihr was gewinnen wollt. Falls ihr nur zum Giveaway wollt, skippt das Ganze sofort. Gleichzeitig ist mir aufgefallen, mein Angelschein ist nur noch dieses Jahr gültig. Also achtet bitte drauf, nach der Länge eurer Angelscheine. Nicht, dass ihr irgendwann steht, uff, ich muss zum Amt oder sonst irgendwas meinen Angelschein verlängern. Denn bei uns in NRW muss man seinen Angelschein mindestens maximal. Naja, zumindest nachdem er 5 Jahre gelaufen ist, kann man sich aussuchen, die Länge. Nach 5 Jahren spätestens, das Wort habe ich gesucht, verlängern. Nur damit ihr Bescheid wisst. Das heißt, ich mache das Ganze jetzt schon 4 Jahre. Also Angel News 3 Jahre, glaube ich. Oder 2 Jahre? Ich muss nochmal nachgucken. Angel News machen wir, glaube ich, 2 Jahre jetzt, ne? 2,5? Ach, ich weiß nicht, ich muss mal nachgucken. Ich werde das irgendwann mal auf dem Schirm haben, wie lange wir jetzt die Angel News schon machen. Guck mal, das erste Jahr vom YouTube-Kanal habe ich 1 Jahr nur Angelvideos gemacht. Das heißt, wir haben noch 3 Jahre über. Wir kommen jetzt ins 5. Jahr. Vielleicht machen wir schon 3 Jahre. Ich glaube, wir machen 2 Jahre Angel News. Oder 2,5, irgendwie so. Ich guck's nochmal nach. Und in der nächsten Angel News wissen wir das. Aber Leute, kommen wir doch mal zu den Anfangsthemen dieser Woche. Und heute haben wir wirklich wieder einiges dabei. In dem Sinne, let's go. Carla Fishing, ehemals bei Lurjunks, jetzt beim neuen Team. Custom Fishing Scales verspricht viel für 2023. Ton van Ham mit katastrophalem Autounfall. Angeln mit Stil, groß in der Zeitung. Und der Fisch des Jahres aus der Schweiz.
Und falls auch du immer auf dem neuesten Stand der Angelszene sein willst und auch 2023 nicht verpassen willst, wenn es heißt Angel-News, alles rund ums Angeln, dann lass jetzt ein Abo da, sei einer von mindestens 8000 Abonnenten, Leute. Also lass jetzt ein Abo da oder supporte das Ganze mit unter einem Euro im Monat und klick einfach unten auf Mitglied werden. Leute, starten wir das Jahr mit dem ersten Teamwechsel des Jahres, Leute. Und in den Kommentaren hat schon in den Videos vom letzten Jahr einer geschrieben, ich bin schon gespannt, welche Wechsel es geben wird zwischen den Teams und sowas alles. Und Carla hat sich erst Ende Jahr 2022 von Team Lurjungs getrennt und wollte eigentlich erst alleine unterwegs sein. Aber dann kam tatsächlich, und ich weiß, Leute, es ist ein Traum für sie in Erfüllung gegangen, kam Alex auf sie zu und hat gefragt, hey Carla, hast du nicht Bock? Und wie kann man, wenn man sein Traumteam vor Augen hat, wenn das Traumteam anfängt zu fragen, yo, hast du nicht Bock? Wie kann man da Nein sagen? Also, Carla Fishing jetzt offiziell bei Alex im Angelteam, Leute. Mit Marc Paczowski zusammen, zum Beispiel zusammen. Darunter sollte Alex auf jeden Fall jedenfalls jedem bekannt sein. Carla, ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Ich freue mich sehr für dich und hol ein paar dicke Fische raus. Vielleicht bringst du Marc auch noch das Zanderangeln bei. Schreckliche Nachrichten erreichten uns zum Anfang des Jahres und da dachte ich schon so, hey, wie kann dieses Jahr so beginnen? Ton van Ham, Champion vom YPC Bank 2022, war in einem heftigen Autounfall verwickelt. Ein Frontalcrash mit 70 km/h. Glücklicherweise hat Ton das Ganze überlebt und landete erstmal eine Woche auf der Intensivstation. Nach mehrfachen Operationen konnte Ton und 7 Tage keinen Schlaf, wie er auf seinem Instagram postete, natürlich Schmerzen etc., konnte Ton die Intensivstation auf jeden Fall verlassen. Und er ist erstmal stabil, hat natürlich multiple Verletzungen am Körper, aber wir können erstmal froh sein, dass Ton das Ganze auf jeden Fall überlebt hat. Erstmal stabiles von der Intensivstation runter ist und tatsächlich auch Kraft hat, Energie hat, auf Twitter zu posten, Instagram Stories zu machen und auch hier, wie man an diesem Foto sieht, dass er seinen Humor einfach noch nicht verloren hat. Sehr, sehr, sehr krass und sehr, sehr schön auf jeden Fall. Er bedankt sich bei allen Nachrichten, die er bekommen hat und auch an dieser Stelle nochmal: Get well soon, champ. You will be okay. I think about you a lot of times. And yeah, I wish you all the best. Billy, I wish you all the best, man. Get well soon, bro. Get well soon. I know you can do it. In dem Sinne, Leute, drückt Ton weiterhin die Daumen, dass er schnell wieder gesund wird und dass er schnell wieder auf die Beine kommt und dass er dann auch wieder bald am Wasser sein kann. Nicht nur für uns, sondern in erster Linie auch erstmal für ihn selbst. In dem Sinne, durchatmen, war schon eine schockierende Nachricht. Leute, Custom Fishing Scales meldeten sich Anfang 2023 wieder zu Wort und haben announced, hey, wir sind jetzt wieder für euch da, 2023. Aber das ist natürlich keine News wert, denn das kann ja jeder verfolgen, der irgendwie den bei Instagram folgt oder so. Nein, sie sagen tatsächlich, in nächster Zeit wird es ein paar Neuerungen geben. Ein paar neue spannende Produkte, die vom Mainstream abweichen. Und hier wird auf individuelle, umweltfreundliche Produkte gesetzt, die nicht überall zu finden sind. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Also, halte das Instagram-Profil von Custom Fishing Scales im Blick und ansonsten hier die Angel-News. Wenn was richtig Nices dabei ist, dann werde ich es euch natürlich sagen. Und ich glaube, heute auch fischen die Jungs von Custom Fishing Scales ihr erstes Turnier. Beim Pike Cup. Bei irgendeinem Pike Cup. Ne?
Also, drückt den Jungs die Daumen. Leute, ich freue mich sehr, einen so glücklichen Dennis Knolinski am Wasser zu sehen, mit einer so wunderbaren Mutti in seiner Hand. Immer wieder schön. Und Dennis hat auf sein Instagram gepostet, dass er selbst durchs Angeln Dinge erlebt, die er sonst nicht erlebt hätte. Und deswegen wurde Dennis von der Tageszeitung für das Emsland und Osnabrück zum Thema Angeln interviewt. Und selbst sagte, er sei sehr zufrieden mit diesem Artikel und auch erfreut sich darüber, dass in den Medien, sozusagen in den Printmedien auch positiv über das Angeln berichtet wird. Somit wurde über Dennis auf jeden Fall für seine Angelaktivitäten, für über Angeln mit Stil und noch vieles mehr berichtet. Falls ihr das Ganze sehen wollt, den Link packe ich euch natürlich unten in die Infobox, also erstmal zum Link zum Instagram-Account. Da findet ihr auf jeden Fall alles Weitere, falls ihr den Artikel sehen wollt. Das Ganze befindet sich leider hinter einer Paywall, das heißt, ich konnte so nicht darüber berichten, weil ich sonst natürlich gegen den Paywall-Schutz verstoßen hätte. Ist leider immer schwierig bei sowas. Leider immer schwierig. Aber in dem Sinne, Dennis, alles Gute für 2023. So kann dein Jahr beginnen. Ich freue mich auf unsere nächste Angelsession. Leute, er hat es endlich geschafft, Leute. Er hat es geschafft. Und ich könnte nicht stolzer sein, dass mein Lieblingsfisch Mein Lieblingsfisch. Es geschafft hat, zum Fisch des Jahres 2023 in der Schweiz gewählt worden zu sein. Herzlichen Glückwunsch, Hecht, du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Die Leute reden wieder über dich. Oh Mann, Leute, ich freue mich wirklich. Ich freue mich wirklich. Das Ding ist, der Grund, warum der Hecht zum Fisch des Jahres in der Schweiz gewählt hat, ist gar nicht mal so ein positiver. Denn darauf soll hingewiesen werden, dass die Wasserqualität in den Gewässern der Schweiz eigentlich abgenommen hat und sich verschlechtert hat, aber da der Hecht so ein robuster Fisch ist, sich die Bestände trotzdem noch gehalten haben. Und darauf soll einfach hingewiesen sein. Trotzdem herzlichen Glückwunsch, Hecht, zum Fisch des Jahres 2023. Geile Sache. Leute, 74 Leute haben sich ein frohes neues Jahr gewünscht. Und das war die letzte Angel-News 2022. Und ich bin jetzt gespannt, wer das letzte Weihnachtspaket hier mit sich nimmt und die ersten Karten für die Angelmesse Duisburg. Vielleicht könnt ihr gebrauchen. Ansonsten einfach weiter verraffeln oder weiterschenken oder was auch immer. Und jetzt gleich haben wir sowieso ein riesen Giveaway. Aber jetzt gucken wir erstmal, wer das Ganze mit nach Hause nimmt. Ich habe noch keins der Weihnachts-Giveaways rausgeschickt. Das mache ich jetzt, nachdem das hier rauskommt. Also nächste Woche gehen alle Weihnachts-Giveaways raus. Nur damit ihr Bescheid wisst. Nur damit ihr Bescheid wisst. Also, let's go. Und Gewinner ist vom letzten Weihnachtspaket Franz Peiger. Ich glaube Peiger. Franz. Guten Rutsch an alle. Wünsche ich dir auch. Tight Lines und ein dickes Petri. Franz. Ah, also, Glückwunsch. Schreib mir deine E-Mail, schreib mir einfach eine E-Mail oder per Instagram, einfach unten ist alles eingeblendet, schreib mir deine Adresse und dann gehen wir da weiter voran. Ne? Glückwunsch, Franz. Glückwunsch. Geil. Und jetzt kommen wir zum ersten Giveaway 2023. Leute, das erste Giveaway 2023 und ist direkt ein krasser Banger. Ich sag's euch, es ist einfach direkt ein heftiger Banger und zwar könnt ihr bei Zanderkant, Leute, bei Zanderkant, ein Geschenkgutschein, habe ich ja schon beim Unboxing gezeigt, ne? Ich dachte erst, er ist für mich, aber nein, der ist für euch. Ein Geschenkgutschein über 50 Euro bei Zanderkant, Leute. Das Gute ist, ihr könnt, wenn ihr gewonnen habt, mir direkt eine Mail schreiben und dann schicke ich euch den Code zu, entweder das oder ich schicke euch das natürlich per Post zu, könnt ihr natürlich auch, falls ihr es euch irgendwo hinstellen wollt, falls euch das was wert ist, ist vielleicht, ist eine, könnte eine Rarität sein, weil
Philipp und Sebastian hier noch beide drauf sind. Also, denkt drüber nach. Denkt drüber nach. Leute, 50 Euro Gutschein bei Zanderkant und ihr müsst nur erraten und schreibt mir das in die Kommentare, welcher Fisch das ist. Wenn ihr das herausgefunden habt, Leute, ich sag's euch jetzt schon mal, es ist kein Zander, okay? Nur weil es Giveaway von Zanderkant ist, okay? Es ist kein Zander. Leute, in dem Sinne, checkt das aus und ich drücke euch natürlich die Daumen. Ne? Wie ihr auch den Daumen von diesem Video drücken solltet, denn ihr wisst, für euch nur ein Klick, für mich ein riesengroßer Support. Und das war sie, Leute. Die erste Angel-News dieses Jahr vom Zweiteiler. Ey, das ist unglaublich, oder? Wir ballern direkt einen Zweiteiler zum Anfang des Jahres raus. Das ist wirklich heftig. Und dann stehen wir da am Samstag und haben keine News. Ich sehe es schon kommen, Leute. Ich sehe es schon kommen. No joke. Mal gucken. Mal gucken. Aber wird schon. Wird schon. Ich bin mir ganz sicher. Ich bin mir ganz sicher. Leute, die erste Angel-News 2023 hat es in sich. Ton von Ham schockiert mich immer noch. Und ich hoffe, dem Jungen geht es weit besser. Wirklich. Puh, das ist wirklich hart. Ansonsten natürlich auch gute Nachrichten mit Carla zum Beispiel. Wunderschön. Aber jetzt will ich auch mal gute Nachrichten von euch hören, Leute. Wart ihr schon am Wasser? Habt ihr schon Fische gefangen? Habt ihr schon euren ersten Fisch des Jahres? Ich sehe die meisten Fische rauskommen. Barsche, Zander, Hechte und das in gigantischer Größe. Halt richtige Winterfische. Und ich habe ein Rotauge gefangen. So gut, Leute, so gut. Wisst ihr Bescheid? Ja. Leute, ich sag danke schon mal für das Jahr 2022. Jetzt geht's los, weiter 2023. Angel News wie gewohnt und wir machen weiter. Na? Also, lasst einen Daumen da. Ihr wisst, für euch nur ein Klick, für mich ein riesengroßer Support. Wenn ihr Bock habt, lasst ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Und falls ihr im Wasser seid, ein dickes Petri. Das Allerwichtigste ist, Leute, bleibt gesund. Euer Icy. Und wenn ihr die News fertig habt, sehen wir uns am Montag schon wieder. Dicker Kuss geht raus. Ciao. Ach, und Leute, ohne euch keine Angel-News.